Nein, natürlich hat sich auch ganz viel positiv entwickelt, um Gottes Willen. Ich wünsche mir vom neuen Intendanten, dass er diese Notwendigkeiten erkennt und dass er erkennt, dass die Beine, auf denen der Hessische Rundfunk steht, Hörfunk und Fernsehen linear sind. Und wenn du ihm jetzt einfach die Beine abhackst, weil du sagst, brauchen wir nicht mehr und jetzt arbeiten wir nur noch mit dem Kopf da oben, dann hast du einen riesen Fehler gemacht. Schaffe dir eigenes Personal an, dem du vertrauen kannst und dem du vermitteln kannst, was du möchtest, und lass dann dieses Personal begeistert für dich arbeiten. Begeistere es, damit es die Hörer begeistert. DJV Klartext, der Podcast vom DJV zu den Personalratswahlen im HR. Folge 3 mit einem Ehren- und Stargast Werner Reinke. Schönen guten Abend, Werner. Oh Gott, oh Gott. Grüß dich, Christian. Zu viel der Ehre. Nein, nicht zu viel der Ehre, denn du bist wahrscheinlich der dienstälteste HR-Mitarbeiter, der noch auf Sendung ist. Kann das sein? Das ist allerdings gut möglich. Ich habe, als ich mal den Ministerpräsidenten Volker Bouffier ansagen musste im Sendesaal zur Verabschiedung von Intendant Reitze damals, da habe ich diese Bundestagsfrage gestellt. Ist irgendjemand im Saal, der vor dem 19. Juni 1946 geboren ist, beziehungsweise der vor 1973 hier schon gesendet hat? Und darauf kam dann nichts aus dem Sendesaal. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ist, wenn ich jetzt diese Frage stellen würde. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir unbedingt mit dir sprechen wollen, weil du sicherlich die Entwicklung im HR ganz gut beurteilen kannst. 50 Jahre Dienstjubiläum sozusagen hast du letztes Jahr schon gefeiert. Ja. Gibt es so ein paar ewige Prinzipien, wie Radio machen geht für dich oder allgemein, und gelten die nach wie vor? Die gelten nach wie vor. Bei Billy Wilder stand über der Tür ein Zitat von Ernst Lubitsch, bei dem berühmten Regisseur Billy Wilder. Ich sag nur, manche mögen es heiß und so weiter. Da stand ein Ernst Lubitsch Zitat und das hieß: Thou shalt not bore. Du sollst nicht langweilen. Und ich glaube, das sollte über allem stehen, was wir machen. Und das sollte die goldene Regel sein, dass wir alles, was wir tun, sei es sehr ernstes, politisches oder sei es sehr unterhaltsames, musikalisches, wie auch immer, musikjournalistisches, wie auch immer. Wir sollten das Unterhaltungselement dabei auf jeden Fall immer im Köcher haben. Das heißt, wir sollten es so interessant verpacken, dass wir die Leute am Radio halten. Und das ist schwer genug. Du hast gerade schon ein Stichwort genannt, was mein Herz erwärmt, weil ich in meinem Werdegang auch mich als Musikjournalist bezeichnen würde und natürlich als Fanboy der Hitparade international. Die Zwei-Finger-Geste, die Aufnahmetaste und die Starttaste gleichzeitig musste man damals noch drücken können. Das habe ich gekonnt. Ja. Aber was zeichnet denn musikjournalistisches Radio aus? Ich glaube, von allen journalistischen Aufgaben, die gestellt werden können, einem Radiomann, ist das Musikjournalistische das Einfachste. Du musst einfach nur begeistert von irgendetwas sein, das du dem Hörer verkaufst. Ich muss mir nur vorstellen, du wärst bei mir zu Hause zu Gast und ich würde meine Plattensammlung durchgehen und würde sagen, hast du jemals dieses Lied gehört über dieses Pärchen, das sich im Café kennenlernt und das dann gemeinsam mit dem Auto ins Motel fährt? Amazing Rhythm Aces, kennst du das? Third Rate Romance? Und dann stelle ich mir vor, dass du sagst, nee, habe ich noch nie gehört. Und dann sage ich, pass auf, da findet Folgendes statt. Und das erzähle ich. Und genauso mache ich Radio. Ich stelle mir den einen vor, der auf der anderen Seite ist und dem ich etwas vermittle, das ich für interessant und für erzählenswert gehalten habe. Und das machst du seit über 50 Jahren. Das ist wahr, ja. Radio ist ja aber auch Teamarbeit. Was braucht es und vor allen Dingen, was brauchen die Leute, die Radio machen? Das kann wahrscheinlich auch kaum jemand besser beurteilen als du. Du warst immer frei, aber es gibt ja alle möglichen Gewerke beim Radio. Mhm. Wo drückt da der Schuh? Naja,
das, was ich jetzt über mich sage, wo ich etwas verkaufe, das sage ich ja gleichzeitig nicht nur als Moderator, sondern auch als Journalist. Idealerweise hat jeder Redakteur, der für das Radio arbeitet oder für einen Rundfunksender arbeitet, sei es beim Radio oder beim Fernsehen, das ist ja im Grunde wurscht, der muss mit Leidenschaft einem Thema nachgehen. Ob das Musik ist oder ob das Politik ist oder wie auch immer. Der sollte alles, was er am Ende nicht für so interessant hält, einfach auch nicht senden. Deswegen bin ich auch ein strikter Gegner des Formatradios, so wie es jetzt überall praktiziert wird, und der Programmuhr, auf der steht, wir senden um 10 nach, 20 nach, 20 vor und 10 vor. Um 10 nach haben wir den längeren Programmplatz, um 20 nach den kürzeren. Das halte ich alles für extremen Quatsch. Denn du hast an einigen Tagen journalistisch so viel zu bieten, dass du eigentlich alle 5 Minuten einen 10 Minuten Programmplatz hättest. Und dann gibt es Tage, an denen ist einfach nichts los. Was hindert dich, an Tagen, an denen in der Welt nichts los ist, Musik zu senden? Nichts. Mhm. Was hindert dich daran, die Musik rauszulassen in dem Moment, wo es mit Corona so interessant wird, dass jetzt den ganzen Tag Neues aus der Bundesregierung kommt oder wie auch immer, ja, dann sende einfach mehr von dem Zeugs. Wenn du dir da gleich die Fesseln anlegst, die Fesseln Sendeplätze oder andererseits auch die Fesseln Stylebook oder die Fessel Wording oder die Fessel was auch immer, dann machst du, glaube ich, ziemlich viel falsch, und das hat mit dem Radio, wie ich es verstehe, wenig zu tun. Das klingt jetzt so fast, als wäre früher mehr Lametta gewesen, oder haben sich auch Dinge positiv entwickelt? Nein, natürlich hat sich auch ganz viel positiv entwickelt, um Gottes Willen. Also ein Satz, den ich hasse und verabscheue, ist der Satz, früher war alles besser. Das ist natürlich Unsinn. Wenn ich nur die technische Revolution bedenke, die ich in den 50 Jahren mitgemacht habe, zeitgenössisch, die Digitalisierung, dass du jede Tonquelle zur Verfügung hast innerhalb von Sekunden, dass du völlig spontan ein Programm umschmeißen kannst. Früher musste ich sagen, Mensch, mir ist gerade eingefallen, wir bleiben jetzt mal bei den Amazing Rhythm Aces, das wäre eine tolle Idee. Da musste ich anrufen in einem Büro, in dem jemand Freizeit hatte und runtergehen konnte ins Schallarchiv. Im Schallarchiv dem Archivar sagen, kennst du die Amazing Rhythm Aces? Dann musste der nachgucken in seinem Kartei-Container dort und musste große Umwälzungen stattfinden lassen, damit er eine Nummer herausfand. Dann ist er zum Plattenschrank gegangen, hat die Nummer 783486 rausgesucht, und dann kam der Mensch mit dieser Platte hoch in die Senderegie. Das heißt, ich konnte einen Einfall in, 10 Minuten ist schon mal sehr schnell, erst in 10 Minuten realisieren. Heute mache ich das in 10 Sekunden. Das ist eine klare Verbesserung. Auch die Informationsquellen, die wir heute haben, Stichwort Wikipedia, was weiß ich, da kannst du spontan live in der Sendung so viel gestalten und so viel mehr machen, als du damals machen konntest. Also früher war alles besser, ist immer Blödsinn und wird immer Blödsinn bleiben. Das ist Quatsch. Aber die Leute, die früher die Herrschaft übers Programm hatten, sei es Direktoren oder Intendanten oder was weiß ich, die waren für meine Begriffe mit entschieden mehr Programmleidenschaft unterwegs. Heute ist, ich habe mal in Wikipedia nachgeguckt, das Wort, das ich gesucht habe, heißt Fake Work. Heute sind sie mit unheimlich viel Fake Work zugange, beschließen, wie Sitzungen jetzt auszusehen haben, beschließen, in welche Räume umgezogen wird, beschließen alles Mögliche, außer dass das Programm erneuert werden soll. Darin könnte natürlich ja auch eine Chance liegen. Ich spinne jetzt mal rum, dass jemand wie du, so ein Renegade oder Maverick wäre vielleicht der richtige Ausdruck, dann auch letzten Endes relativ unbeschadet machen kann, was er will. Das ist ja aber leider die ganz, ganz große Ausnahme. Ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet oder die Frage gestellt, was brauchen denn die Leute, die Radio machen? Also ein Werner Reinke
braucht im Prinzip ein Mikrofon und sein iPad. Mhm. Aber die Leute, die da... Oh, und seine Ehefrau. Oh ja, die hätten wir fast vergessen. Lydia, the one and only. Ja, ja, um Gottes Willen. Aber ja. Was ich eigentlich, worauf ich hinaus will, ist, wie sozusagen die Veränderungen auch im Arbeiten den individuellen Mitarbeiter, die Mitarbeiterin betreffen. Und was du als, du bist ja auch DJV-Mitglied, das darf man an der Stelle ja auch sagen, wie du das wahrnimmst. Ja, du hast eigentlich schon fast alles vorweggenommen. Ich sage jedem, würdest du mir jetzt das Zepter in die Hand geben und ich würde neu anfangen und einen neuen Sender gründen oder so, dann würde ich genau das machen aus dieser höchst angenehmen Erfahrung, was Lydia und ich machen. Ich würde kleine Inseln machen, bestehend aus 1-2 Redakteuren und 1-2 Moderatoren, die verantwortlich sind für eine Sendung. Das würde aber bedingen, dass darüber einer schwebt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, der von allem so unglaublich viel Ahnung hat, dass er das gesamte Programm auch kontrollieren und delegieren kann. Das wäre mein Modell, einen Rundfunksender zu machen. Also, wenn du mich dann zum, weiß ich nicht, Programmdirektor machen würdest, dann würde ich zunächst mal eine Schule aufmachen und würde sagen, gebt mir mal 5 Jahre, dann in 5 Jahren bilde ich mal die Leute heran, denen ich hinterher alle Freiheiten geben kann und denen ich sagen kann, deine Zuständigkeit ist die Nachmittagsschiene und in der die Nachmittagsschiene gestalten wir wie folgt und ab jetzt freie Fahrt dem Tüchtigen. Das ist ja schon mal, das klingt ja fast wie eine Bewerbung als Dozent für eine noch zu gründende HR-Radioschule. Gott soll schützen, ja, ich habe zu Knut Zilian gesagt, als dankenswerterweise mit Hilfe des DJV ich ja mal so einen Journalistenpreis bekommen habe, Hessischen Journalistenpreis fürs journalistische Lebenswerk, der war mit 3.000 Euro dotiert, da habe ich sofort zu Knut Zilian gesagt, diese 3.000 Euro stecke ich sofort in eine Schule, wenn du mir hilfst, sie zu gründen, in eine Radioschule, und dann stehe ich auch zur Verfügung. Inzwischen bin ich 75, ob die Welt mich noch braucht, auf irgendeinem Podium, von dem runter ich erzähle, wie Radio geht, das bezweifle ich stark. Ich bezweifle, und ich glaube, dass du dein Licht da ein bisschen zu sehr unter den Scheffel stellst. Ich glaube, dass das einige Leute gibt, die das gerne hören würden. Das hat man ja auch unter anderem erleben können, wenn man in Kronberg mal ins Kino gegangen ist und auch in einigen anderen deutschen Städten, leider jetzt Corona-bedingt on hold. Aber so viel Eigenwerbung sei dir erlaubt. Es gibt einen Film, in dem du, kann man schon sagen, die Hauptrolle spielst, die alte Liebe oder wie Herr Reinke zum Radio ging, richtig? Von Andreas Heller. Einem DJV-Mitglied. Auch einem DJV-Mitglied, also schon wieder Name-Dropping. Aber kannst du ganz kurz sagen, worum es geht und vor allen Dingen, was mich interessieren würde, wie das Publikum darauf reagiert? Natürlich. Ja, das bringt mich fast zu Tränen, wenn ich deine Frage beantworte. Worum es geht, kann ich gerne erzählen. Der Film hangelt sich lang an der Geschichte des Radios und landet dann immer wieder bei mir als Stationsgeber sozusagen, guckt meine Stationen, die ich durchlaufen habe, bis ich da war, wo ich jetzt bin. Und deswegen heißt es auch die alte Liebe. Es war immer meine Liebe zum Radio, die geblieben ist, und die wird dort geschildert und was ich dort erlebt habe und mit wem ich das da erlebt habe. Andreas Heller hat sich das zur Aufgabe gemacht, weil wir irgendwann mal in der Pinte, du weißt schon, die großen 4, Pinte ist Nummer 4, können wir uns gerne gleich darüber unterhalten, weil er irgendwann in der Pinte festgestellt hat, dass meine Stationen in meinem Rundfunkleben, überhaupt in meinem Berufsleben, so originell waren, dass sie erzählenswert sind. Und das ist tatsächlich so bei vielem, wenn ich eine Autobiografie schreiben würde, würden die Leute das Buch weglegen und sagen, na ja, da hat er aber auf die Brause gehauen, der Reinke, ganz so kann es nicht gewesen sein. War aber so, und das hat er abgefilmt und mit einer bemerkenswerten Energieleistung 8 Jahre lang Belege dafür gesammelt, Bilder dafür gesammelt, Filmmaterial dafür gesammelt, was wir zu erzählen haben. Und daraus ist dann dieser Film geworden. Und wenn du mich fragst, wie das Publikum darauf reagiert, alle Kinobesitzer, die den Film bisher vorgeführt haben, sagen mir 2 ganz entscheidende Dinge. Erstens,
nahezu jeder, der den Film gesehen hat, sagt, der Film ist zu kurz. Dabei ist er 20 Minuten länger als ein durchschnittlicher Kinofilm und wird trotzdem als zu kurz empfunden. Heißt, er ist wohl ziemlich unterhaltsam. Und das andere ist völlig ungewöhnlich für ein Kinopublikum, dass nahezu überall am Ende des Films Standing Ovations stattfinden. Das heißt, die Leute stehen auf und applaudieren diesem Film. Das kann sich der Andreas Heller auf die Fahnen schreiben. Da hat er Außergewöhnliches geschaffen und ich bin sehr privilegiert, daran teilnehmen zu dürfen. Man könnte ja auch sagen, eine Hommage an das Radio machen. Richtig. Nach guter alter Art, deswegen alte Liebe. Richtig. Wie viel von dem müsste denn heute noch oder wieder passieren? Ja, ich habe es eigentlich schon vorweggenommen vorhin im Gespräch. Mach es wieder interessant. Mach es wieder so, dass kein Hörer von vornherein sagen kann, yo, das, was jetzt gleich in der Sendung kommt, das kenne ich von gestern und von vorgestern und von vorvorgestern. Mach es so interessant, dass es sich lohnt, den Sender einzuschalten. Mach den Sender einzigartig. Das ist schon schwer genug, wie ich zugeben muss. Aber mach ihn auf irgendeine Weise einzigartig. Hab einen USP, wie man in der Werbung sagt. Unique Selling Proposition. Irgendwas, was den Sender einzigartig macht. Eine einzigartige Qualität. Wir in den Öffentlich-Rechtlichen, in den ARD-Sendern, haben ja dieses ungeheure Korrespondentennetz und diese unglaublichen Möglichkeiten von allem, was uns zur Verfügung steht. Das finde ich führen wir viel zu wenig vor. Wir machen es uns viel zu einfach. Wir erliegen der Versuchung, die da lautet, wir holen uns ein Beraterunternehmen, lassen uns von dem erzählen, wie Radio zu machen ist. The Consultant covers your ass, sagt ein großartiger Mann, der SWF3-Gründer in diesem Film, von dem wir gerade gesprochen haben. Und dann setzen wir das um, was die Beraterfirmen liefern. Das kann nur langweilig werden, weil Beraterfirmen liegt es daran, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld zu verdienen. Und möglichst wenig Aufwand heißt, sie suchen sich irgendwelche 100 Titel, von denen behaupten sie, das sei die einzige Möglichkeit, die dieser Sender habe, die zu senden. Und daraus wird dann diese Playlist, ja, grauenvoll. Löse dich von all dem, schaffe dir eigenes Personal an, schwer genug, und das braucht lange genug, wie ich schon gesagt habe, schaffe dir eigenes Personal an, dem du vertrauen kannst und dem du vermitteln kannst, was du möchtest, und lass dann dieses Personal begeistert für dich arbeiten. Begeistere es, damit es die Hörer begeistert. Richtig, nur wer selber begeistert ist, kann auch andere begeistern. Ganz genau. Kommen wir nochmal zurück auf das, ja, auf die Historie, beziehungsweise du hast ja jetzt schon, wie viele Intendanten hast du erlebt? Oh, pass auf, wir fangen mal an. Ich habe erlebt Hess. Hess wurde abgelöst von, wer war der? Kelm. Hess, Kelm, Berg. Also wir haben ja fast nur einsilbige Intendanten gehabt. Reize. Zwei Silben. Ja, und also 7 oder 8 Intendanten habe ich überlebt, ja. Und Manfred Krupp, im Gegensatz zu dir, geht Ende Februar in Ruhestand. Fällt dir irgendeine besondere Anekdote ein? Was verbindest du mit der Zeit von Manfred Krupp? Ja, es ist ja bei mir so, logischerweise, wenn ich so lange beim Radio bin, dass ich ganz viele Leute verabschiede, die weit nach mir gekommen sind. Das ist die lustige Komponente, wenn du 50 Jahre beim Radio bist und so auch Manfred Krupp verabschieden werde. Manfred Krupp habe ich in Erinnerung mit 2 Dingen. Er kam einmal zu mir an den Mittagstisch, als es das noch gab in der Kantine des Hessischen Rundfunks, und erzählte mir kichernd, dass gerade einer seiner Freunde, ich glaube ein Industrieller ist es aus Frankfurt oder wie auch immer, dass der ihm gesagt hat, wie könnt ihr bloß den Reinke halten, der ist doch viel zu teuer. Darüber haben wir sehr gelacht, weil ich zu ganz normalen Honoraren beim Hessischen Rundfunk arbeite.
Und ja, ich habe ihn, was den Hörfunk angeht, auch erlebt, als er gesagt hat in einer Talkshow bei uns um 10 Uhr am Sonntagmorgen, was er gesagt hat, er hört normalerweise HR3 mit einer Ausnahme, am Samstag hört er Reinke. Ich darf ihn also zu meinen Hörern zählen, was ich auch sehr schön finde. Ich habe Manfred Krupp als im Grunde als Möglichmacher empfunden. Aber ich weiß viel zu wenig von seiner Arbeit, weil ich ja nur so als Satellit um den Hessischen Rundfunk herumschwebe und diese eine Samstagssendung zuliefere. Ich weiß zu wenig, um seine Arbeit profund beurteilen zu können. Aber ich gehe mal davon aus, du wünschst ihm alles Gute und viel Zeit zum Radio hören. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich ihn nach wie vor zu meiner Kundschaft zählen dürfte. Natürlich. Sehr gut. Wie siehst du die Situation allgemein der Freien im HR und was wünschst du dir vom Personalrat, von deiner Gewerkschaft DJV, was sie jetzt unternehmen und tun soll, damit sich die Situation nicht verschlechtert? Wir reden über Inflation, wir reden über Corona, über Kürzungen. Hast du da eine Vision? Ja, ich fürchte, dass das, was durch Corona möglich gemacht worden ist, mit sehr heißer Nadel und mit der großen Schere, zum Beispiel Homeoffice und solche Dinge, wo man heute sagen würde, wo sich auch ein bisschen einschleift, die Versuchung ist ja groß zu sagen, ich als Redakteur, ich arbeite von zu Hause, naja, ich arbeite natürlich eingeschränkt, naja, ich habe nicht alle Ressourcen, naja, das muss der Hessische Rundfunk auch verstehen, dass sich dieser notgedrungen gebremste Schaum, dass der sich zur Norm durchsetzt. Das ist eine Befürchtung, die ich habe, dass wenn Corona vorbei ist und wenn das eigentlich alles so eingeschränkt und eingeengt nicht mehr notwendig ist, dass es dann aber doch als bequem und als preiswert erkannt wird von den Oberen. Und das dazu führt, dass personelle und qualitative Einbußen zur Norm gemacht werden. Und das würde ich außerordentlich bedauern. Und da halte ich die Arbeit der Gewerkschaften, des Personalrats, des DJV im Besonderen für außerordentlich wichtig. Und wenn darüber hinaus noch angeschoben werden kann, dass wir tatsächlich wieder Rundfunk lernen, wie ich ihn verstehe, ich sage nur das Stichwort Digitalisierung, komme gleich drauf zurück. Wenn das möglich gemacht werden könnte, dann wäre ich schon sehr, sehr froh. Meine Befürchtungen gehen dahin, dass wir alle zu Hause bleiben und die eingeschränkte Arbeit von zu Hause so weitermachen, wie sie ist, weil das ja alles ganz fabelhaft funktioniert hat und dass da die Programmeinbußen als notwendiges Übel weiterhin ertragen werden. Ich habe Digitalisierung gesagt aus einem ganz bestimmten Grund. Es werden jetzt die Ausspielwege natürlich diversifiziert, wie du weißt. Und wir begeben uns in die Welt der Podcasts und haben dort Inhalte abzuliefern. Das heißt, da wo wir alle oder nahezu alle gelernt haben, in 3 Minuten ist das Gesagte vorüber und in kleinen 3-Minuten-Häppchen äußern wir uns und dann haben wir es erstmal wieder für 2, 3 Musiktitel aus dem Kreuz und dann haben wir wieder 2 bis 3 Minuten, um was zu erzählen. Damit kannst du beim Podcast absolut nichts werden und in der digitalen Welt auch nicht. Das heißt, du musst Inhalte liefern und du musst die Leute dranhalten. Und auch da wieder gilt Ernst Lubitschs Satz, thou shalt not bore, da darfst du nun schon überhaupt nicht langweilen. Und dafür, dass das Personal umzuerziehen, ein böses Wort, wie ich weiß, aber dafür neue Impulse zu setzen, das wird eine große Herausforderung der Zukunft werden. Es gehört ja auch zu den expliziten Unternehmenszielen des HR, die da lauten jünger, digitaler, diverser. Ja. Bei allen 3 Punkten fühlst du dich sicherlich angesprochen. Das bedeutet ja aber auch, dass in die Digitalisierung
oder in die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert werden muss. So ist es. Findet das in ausreichendem Maße statt oder ist da noch Luft nach oben? Nein. Wo findet es denn statt? Alle sitzen zu Hause, alle verlassen sich auf die Beraterfirma, setzen das um, was die Beraterfirma ihnen sagt. Und wo, vielleicht kannst du es mir sagen, ich kenne mich ja nicht im Funkhaus so aus, ich gehe ja nur einmal die Woche dahin, vielleicht kannst du mir sagen, an welcher Stelle die Ausbildungen stattfinden und die Fortbildungen stattfinden und an welcher Stelle liebevoll der Mitarbeiter zur Seite genommen wird, so wie Hans Werres mich früher zur Seite genommen hat, der zum Beispiel gesagt hat, weißt du, ich habe deine letzte Hitparade gehört. Sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. An ein, zwei Stellen habe ich mich gefragt, ob das nicht eine Nummer kleiner hast. So, verstehst du? Diese liebevolle Personalführung, wo ich danach rausgegangen bin, ich habe mit Hans Werres gegrinst, aber ich habe absolut begriffen, was er meinte. Und ich habe mich die nächsten 20 Sendungen immer gefragt, ob ich es nicht eine Nummer kleiner habe. Und es hat sich dann sehr bewährt, dass ich es eine Nummer kleiner hatte. So, jetzt sag du mir, wo laufen durchs Funkhaus solche Leute? Ja, das ist natürlich eine Form des wertschätzenden Feedbacks, die einerseits oft hier im Mund geführt, aber vielleicht nicht immer in der Form gelebt wird, wie du das erlebt hast. Und Hans Werres ist ja nicht umsonst eine so Legende von hohem Rang. Und der kommt ja auch in eurem Film vor. Das darf man jetzt auch noch mal sagen an der Stelle. Also Stichwort Ausbildung, das sehe ich wie du. Da kann man sicherlich noch eine Schippe drauflegen. Und wir bekommen ja jetzt einen neuen Intendanten, der aus dieser digitalen Welt kommt, hoffentlich aber auch noch einiges fürs Radio übrig hat. Das werden wir dann sehen. Und es wird eine digitale Ausbildungskampagne geben. Nur das ersetzt natürlich nicht das, was du eben so schön gesagt hast, dass man den Mitarbeiter an die Hand nimmt oder ihm über die Schulter blickt und sagt, du, probier doch mal das. Das ist natürlich jetzt in diesen Corona-Zeiten sehr schwer zu realisieren. Muss aber wieder kommen. So ist es. Ich wünsche mir vom neuen Intendanten, dass er diese Notwendigkeiten erkennt und dass er erkennt, dass die Beine, auf denen der Hessische Rundfunk steht, Hörfunk und Fernsehen linear sind. Und wenn du ihm jetzt einfach die Beine abhackst, weil du sagst, brauchen wir nicht mehr und jetzt arbeiten wir nur noch mit dem Kopf da oben, dann hast du einen riesen Fehler gemacht. Du musst die linearen Leute mitnehmen und musst ihnen langsam aber sicher zeigen, dass es über das Lineare hinaus auch noch eine Mediathek gibt und dass es auch noch Podcasts gibt, aber du kannst ihnen nicht die Beine wegreißen und kannst nicht sagen, jo, linear, das ist jetzt eher wurscht. Das ist meine Befürchtung. Ja, sonst endet es so wie der schwarze Ritter bei Monty Python. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Wo der schwarze Ritter beide Arme abgehackt bekommt und auch beide Beine und am Ende spuckt er seinen Gegner an und sagt, einigen wir uns auf Unentschieden. Ja. Ja. Fürchterlich martialisches und auch ziemlich ekliges Bild, aber ich konnte mir das nicht verkneifen und ich teile deine Einschätzung. Der Gedanke, dass der Rundfunk auf diesen Beinen steht und zumindest hat Florian Hager ja ein paar Äußerungen getätigt nach seiner Wahl, dass er nicht vorhat, alle Beine abzuhacken. Da nehmen wir ihn beim Wort, würde ich sagen, und ich hoffe, du bist noch lang genug dabei, um ihn auch beim Wort zu nehmen. Ja, das hoffe ich auch, wobei ich dafür nicht garantieren kann natürlich, da kein 75-Jähriger kann garantieren, dass er diese ganzen Prozesse noch weiter begleitet, aber ich hoffe das auch. Im Moment höre ich allerdings immer nur, dass das Geld für den Wechsel zum Digitalen aus dem Analogen kommt. Was anderes, andere Messages kriegen wir ja nicht, das ist ja kein zusätzliches Geld für diesen Wandel vorhanden. Woher soll das dann kommen? Das macht mir schon große Sorgen. Ja, ich wünschte, wir könnten ein positives Fazit ziehen. Was kommt denn in deiner nächsten Sendung vor? Oh, in meiner nächsten Sendung erzählen wir über eine absolute Legende. Das heißt, wir bearbeiten gleich zwei Legenden. Einen, der am 3. Februar 1959 mit dem Flugzeug abgestürzt ist, Buddy Holly. Und infolgedessen den Don McLean, der daraus diese ganz großartige
dieses ganz großartige Werk American Pie gemacht hat. Mhm. Und da lassen wir dann ganz viele Leute über diese Zusammenhänge erzählen. Und auch diese Legenden können immer wieder beschrieben werden und aus neuem Blickwinkel dargestellt werden. Und wir haben natürlich dann immer jede Menge Neues. Auch da ganz schnell noch gesagt, von wegen früher war alles besser. Als 75-jähriger Moderator, der 50 Jahre beim Radio ist, sage ich dir, jeden Tag kommen auf der Welt Granatenmusiken raus von neuen Granatenkünstlern. Unglaublich. Mhm. Und jedes Mal bei Reinke am Samstag kannst du hören, dass mir wieder irgendeiner über den Weg gelaufen ist musikalisch, der brandneu ist und von dem ich schlicht begeistert bin, und die Hörer teilen die Begeisterung. Auch die 75-jährigen Hörer, by the way, teilen die Begeisterung. Was dann eben auch zeigt, dass diese ganze Einteilung nach Altersklassen, der eine Sender sendet nur von den 20- bis 40-Jährigen, der nächste von den 50- bis 70-Jährigen, das ist alles Quatsch. Es gibt Anmutungsprogramm, das heißt, der 70-Jährige bekommt Anmutung auch von Chris Stapleton von heute abgeliefert. Und der 20-Jährige kriegt teilweise, wird staunt teilweise, wenn du ihm Ray Charles vorspielst. Also auch da bin ich der Meinung, dass diese festgefügten Schienen, dass die unsinnig sind. Also kann man von The Day the Music Died, wie Don McLean den Absturz von Buddy Holly beschrieben hat, Gott sei Dank kann davon keine Rede sein. Die Musik ist nicht tot, im Gegenteil, nee. Die ist quicklebendig. Nein. Also daran werden wir nie scheitern, wenn wir Neues, Sensationelles machen wollen, seien es neue Radiosendungen oder neue Podcasts. Wir werden sicherlich nicht daran scheitern, dass die Musik aufgehört hat, neu und innovativ und emotional zu sein. Und Radiomacher sollte man eben machen lassen, und dann wird es auch an Innovation, glaube ich, kein Mangel herrschen. Dein Wort in Gottes Ohr. Okay. Ich danke dir ganz herzlich, Werner. Danke dir. Und das war ein tolles Gespräch, und ich wünsche dir noch ganz viele Jahre, und uns wünsche ich jetzt eine gelungene Personalratswahl und in diesen holprigen Zeiten, dass alles gut geht. Ich drücke die Daumen. Okay. Bis dann. Ciao. Ich darf ja nicht zur Wahl gehen. Wieso? Da muss man die Stimme abgeben. Okay, das war jetzt der Karlauer der Woche, den lassen wir auch drin. Du kannst ja. Aber stumm an der Briefwahl teilnehmen. Das habe ich schon. Dann ist alles gut. Okay, gut. Dann vielen Dank und alles Gute. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Rückfragen und Themenvorschläge zu unserem Podcast unter djvmhr@hr.de. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren und seid jederzeit auf dem Laufenden. Die Fragen stellte Christian Arndt. Es sprach Ingrid Elsigay. Musik Scott Holmes. Bitte teilt DJV Klartext und den Newsletter gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen. Bis zum nächsten Mal.